Die österreichische Tunnelbauindustrie braucht gut ausgebildete Experten, vor allem auch auf handwerklicher Ausführungsebene. Das BFI Steiermark bietet eine kompakte Spezialausbildung zum Tunnelbautechniker an. Weltweit die erste Ausbildung dieser Art. Wir spielen hier das perfekte Bindeglied zwischen der Wirtschaft, also der ATA, der Austrian Tunneling Association, und den Teilnehmern. Es ist wirklich einzigartig, auch dahingehend, weil wirklich für die Wirtschaft auf ihre Bedürfnisse hin ausgebildet wird. Die Ausbildung dauert 4 Monate und gliedert sich in Module. Die Teilnehmer werden sowohl theoretisch als auch praktisch auf ihr künftiges Arbeitsgebiet vorbereitet. Also die Lerninhalte sind also sehr vielseitig. Das heißt, in diesen 4 Monaten Kursen sind ganz wesentliche Teile drinnen. Der Erste-Hilfe-Kurs, der Sicherheitsvertrauensperson, der Sprengkurs und quasi so der europäische Spritzbetonführerschein. Also alles wesentliche Kenntnisse, die im Tunnel notwendig sind. Für Praxisnähe sorgen Schulungstunnel am Übungsgelände Zentrum am Berg am Erzberg. Dort legen die Teilnehmer auch ihre Abschlussprüfung ab. Diese beinhaltet Arbeiten im und außerhalb des Tunnels. Sie sehen genau den Abschnitt eines Lockergesteinsvortriebes. Das ist eine der beiden wesentlichen Tunnelvortriebsmethoden. Sprengfels einerseits und Lockergestein hier. Und im Tunnel drinnen sieht man dann die andere in Sprengvortrieb. Macht herinnen einen Abschlag. Das heißt von hinfahren, abbohren, laden, sprengen und wieder ausschuttern. Und dann in Spritzbeton aufbringen. Also einen typischen Zyklus in einem Felsgesteinvortrieb. Technische Vorkenntnisse und Erfahrung im Tunnelbau sind erwünschte Voraussetzungen für die Ausbildung. Die 16 Absolventen sollen künftig als Teamleiter Mitarbeiter einschulen und die Aufgabenstellungen der Teams organisieren.